hallo ihr meine Freunde, willkommen zurück zu einer neuen Folge Angebissen. Diesmal gibt es wieder eine Zuschauerzusendung. Die Denise hat mir so ein kleines Snackpaket fertig gemacht und weil das jetzt nicht so groß ist, dachte ich mir so, stelle ich euch heute noch das Zeug vor, was ich in China, in dem China-Vlog schon mal gezeigt habe, was direkt aus China kommt, was ich noch nicht kenne, inklusive richtig leckerer Dinge. Da kommen wir dann zum Schluss nochmal drauf zurück. Ja, wie gesagt, Denise, vielen Dank für dein kleines Paketchen. Ich schau mal rein. Und wer sich fragt, wann denn da eigentlich das Angebissen-Format kommt, alle 14 Tage. Öfters können wir das leider nicht machen, weil wir eigentlich ein Technikkanal sind und natürlich dementsprechend auch bei unseren täglich Brot bleiben wollen. So, dann Ronny Snackbox from around the world. Dann hat sie mir hier noch hingeschrieben, was es wohl... Ach nee, wo es herkommt. Okay, das ist bunt gemischt. Das lassen wir mal da so liegen. Nehmen wir einfach mal die Nummer 7 Mini-Chips Ahoy. Die kommen aus der USA. Was? Mini-Chips? Das sehen jetzt aus wie kleine Schokokeks oder Kekse mit Schokokrümeln. Und riecht auch nach Schoko. Sehr niedlich. Ja, man sieht hier die ganzen Schokobällen drin. Das ist lecker. Das schmeckt nach Schokolade und halt eben nach so ein bisschen einem Keks. Kenne ich in der Form auch nicht. Hab jetzt auch tatsächlich was anderes erwartet. So, dann nehmen wir Nummer 4, Hershey's Crunchers. Das klingt wahrscheinlich auch nach USA. Nummer 4, ja, USA. Was haben wir denn hier Schönes? Das ist auf jeden Fall mit weißer Schokolade. Und, ja, wahrscheinlich irgendwie was Crunchiges drin. Wenn da jetzt nicht weiße Schokolade drauf wäre, würde ich sagen, boah, das ist richtig gut. Jetzt ist es nur so semi-gut, weil ich mag keine weiße Schokolade. Aber... ja, irgendwelche crunchy Cerealien hier mit drin. So ein bisschen Schoko und was weiß ich, was da alles drin ist. Aber relativ süß jetzt auch. Also da merkt man, dass es dann wieder für die USA konzipiert wurde. Dann nehmen wir das hier mal. Dann haben wir hier die Cheetos. Ich habe mir sagen lassen, dass die in den USA ja relativ bekannt sind. Wie man aber anhand der Schriftzüge sieht, ist es nicht aus der USA, sondern es kommt aus Südkorea. Ändert jetzt am Geschmack höchstwahrscheinlich nichts. Sind hier so eine halben und so eine ganzen drin. Riecht schon mal sehr würzig. Auf jeden Fall mit Paprika, das sieht man hier auf der Verpackung. Paprika und Zwiebel würde ich jetzt raten, weil die Symbolik hier drauf zu sehen ist. Ansonsten ist das schon ordentlich würzig für meine Zunge, weil ich nicht gerne scharf esse. Aber... die gefallen mir, die sind richtig lecker. Die werde ich auf jeden Fall mir weiter einverleiben. Auf in den Mülleimer. Oh, jetzt haben wir das ist toll. Ein Lutscher. Also gehe ich mal von aus. Obwohl, das ist weich. Kommt aus Mexiko. Ich kann jetzt nicht lesen, was es sein soll. Wir machen das Ganze mal auf. Paleta Payaso. Kann ich natürlich erstmal nichts mit anfangen. Hier sieht es auch so aus. Gucken wir mal rein. Oh. Es war wahrscheinlich so eine Art Schaumkuss oder ist halt auf jeden Fall ein bisschen weicher jetzt. Man sieht es noch. Denn naja, das Gesicht hat auch schon mal irgendwie bessere Tage gesehen. Ist eher so ein. Klappt nicht. Gut, beißen wir mal rein. Knietiger Schaumstoff. Schaumgummi, wie auch immer. Es könnte so vielleicht das Zeug sein wie so von den Speckmäusen. So ein bisschen. Da bin ich jetzt auch nicht so der Freund von. Da haben wir ein bisschen Schokolade drauf. Also das Schoko-Schaumgedöns ist jetzt nicht so meins. Rupft von dem mal hier so ein Auge raus. Wortwörtlich. Was soll es sein? Ich weiß es nicht. Nehmen wir das andere mal. Irgendwie noch ein bisschen Zucker drauf. Aber ein bisschen gummitierartig irgendwie so. Da kriegt er die Lippen auch abgebissen. Ein Lächeln von Ohr zu Ohr. Also ich weiß nicht, was es ist. Aber so meine Geschmacksrichtung ist es nicht. Aber
Ich glaube, Kinder interessiert sowas dann auch nicht. So, erstmal den letzten Schokokrümel hier verbinden. Nehmen wir mal das, was wir vielleicht noch nicht kennen. Flamingos oder so ähnlich. Dulce so. Okay, das klingt Nummer 12. Das kommt aus Spanien. Mit Kinderbeziehung kriegt der Ronny wieder nicht auf. Das hat ja eine widerliche Farbe. Also von der Farbgebung sieht das echt ein bisschen komisch aus. Ich vermute mal, das ist eine Art Kuchen oder sowas in die Richtung. So eine Art Zitronenkuchen mit komischer Farbe drumherum. Oh, was kommt denn da raus? Auf jeden Fall klebrig. Die Glasur, die jetzt hier mir in den Fingern wegschmilzt, die kann ich jetzt gar nicht beurteilen, nach was sie schmecken soll. Aber hier kommt, glaube ich, noch was Cremiges. Gucken wir auch noch mal ganz kurz rein. Das war ja nur so ein Mini-Tropfen. Weg war's. Also auf jeden Fall Kuchen mit einer komischen Farbe. Aber ja, schmeckt aber auch. Also das ist aber irgendwie, ich sag mal, nichts Besonderes. Aber die Glasur ist relativ süß. Das muss man vielleicht noch mal anmerken. Weiter geht's. KitKat Strawberry, Erdbeere, Nummer 5. Ja, das kann wahrscheinlich nur aus den USA sein. Brasilien. Okay. Macht jetzt wahrscheinlich auch keinen großen Unterschied. Aber ich denke, das gibt's, glaube ich, auch bei uns. Das ist jetzt wahrscheinlich nichts Neues. Knusprig. Schmeckt so ein bisschen nach Erdbeere. Nicht ganz so süß. Und relativ lecker. Milka Bubbles. Mit Haselnuss. Das sieht aus wie russisch. Dann haben wir die Nummer 3. Nummer 3 ist auch aus Russland. Die kenne ich nicht, aber ich plündere jetzt auch nicht so oft die Schokoregale bei Kaufland oder sonst sowas. Dann haben wir hier weiße Schokolade. Flupp. Ja, das sieht man auf jeden Fall. Luftschokolade in weiß. Gab es auch schon in anderen Formen. Ich glaube, das ist auch nicht wirklich was Neues. Ja, das hat jetzt... Also nach Nuss schmeckt es meiner Meinung nach nicht. Aber vielleicht habe ich jetzt gerade auch nicht so ein Stück getroffen. Ja, das scheint woanders verteilt zu sein. Aber ich mag halt eben so die weiße Schokolade nicht so. Aber ich mache das jetzt doch alle. Bin ja nicht so. Ja, hat so einen eigenen Geschmack irgendwie. Komm da nicht so ran. Della Rosa, Tamano Gigante, Nummer 9, auch Mexiko. Das erinnert mich an dieses Halva, das hatten die Russen und die Türken, glaube ich, auch. Schmeckt auch so, das heißt, es wird hier dann auch wieder Sonnenblumenkerne irgendwie sein in die Richtung. Es hat aber was. Also, Mund ist immer wieder scharf. Die Konsistenz ist, kann ich gar nicht beschreiben. Man sieht ja, dass es direkt auseinanderfällt und so ist es auch auf der Zunge. Das zergeht dann sofort auf der Zunge zu dem Geschmack im Prinzip. Also es bleibt nicht fest, also es ist irgendwie ganz lustig. Kann ich euch natürlich nicht zeigen, aber ich kann es halt versuchen zu beschreiben. So ein bisschen wie so eine Kleckerburg am Strand, wenn da Wasser dran ist, das hier dann einfach so zusammenfällt. So irgendwie schwebt das mir gerade im Kopf vor. Ich weiß, komischer Vergleich, aber doch ganz schön viel. So, Rice Krispies Treads. Nummer 10. Ist auch Mexiko. Oh, das sieht gut aus. Ein bisschen klebrig. Das könnte Honig sein oder so. Ist eher ein bisschen salzig sogar. Ansonsten hat das eigentlich gar keinen eigenen großen Geschmack. So ein bisschen, könnte vielleicht auch eine Art Puffreis sein, der jetzt eigentlich nur so ganz leicht minimal salzig ist. Da haben wir Karamilk Nummer 6. Kommt aus Kanada. Das sieht aus wie einfache Schokolade. Da kommt noch was rausgequollen. Oh, das ist lecker. Schön mit Karamellgeschmack. Flüssig. Schokolade außenrum.
Knoche auch gut. Aber das ist jetzt irgendwie so alles im einen ganz schön süß. So, das wird auch irgendwas aus Südkorea sein. Sieht nach Erdnuss aus zum Aufstreichen. Ich vermute mal, hier sind ganze Erdnüsse drin. Ne, ist ein Keks. Okay. Dann ist aber der schon zerstört. Ach so, das ist direkt ein Keks mit Erdnuss, Butter oder irgendwie so. Hm, definitiv Erdnüsse. Und dann so ein normaler Cracker-Keks. Von der Erdnuss schmeckt man da jetzt gar nicht so viel raus. Der Cracker ist salzig. Und die Erdnuss-Butter-Schmiererei, die da drauf ist, die merkt man jetzt gar nicht so. Da hätte, glaube ich, so ein bisschen eine Schicht mehr drauf müssen. Aber mit dem salzigen, dem Cracker, das ist auch sehr lecker. Nochmal ein KitKat. Milk Tea Flavor. Milch Tee Geschmack Nummer 13. Jetzt bin ich gespannt, was Milchtee sein soll. Ach, oder das ist... Wir hatten ja mal was gehabt, wo aber Milch und Tee... Da wurde aber zumindest Tee warm gemacht und da kam noch Milch mit rein. Vielleicht ist das jetzt das, was dahinter stecken soll. Hm, das ist jetzt mal was ganz Fragwürdiges. Schmeckt aber so ein bisschen erfrischend. Hat halt, wie gesagt, das Crunchige von KitKat noch, aber... Ja, irgendwie so eine komische, fremde Note ist mit drin. Auf jeden Fall ist es interessant, also das kann man jetzt nicht von Hand abweisen. So, der Lion von Nestle. Lion Latte, das heißt mit Kaffeegeschmack. Nummer 22, aber ich nehme an... Oh, das kommt aus Polen. Ich hätte es sonst fast gesagt USA. Wieder weiße Schokolade. Och, Menno. Mmh, sämig. So, Karamell, Keks, irgendwas Dunkles. Oh, das riecht gut nach Kaffee. Mmh, das ist gut. Hm. Hm. Riecht aber strenger oder stärker, als es schmeckt. Da habe ich es mehr erwartet. Dafür fällt die weiße Schokolade jetzt nicht so auf. Das ist gut. Ah, doch, jetzt kommt so ein bisschen der Kaffee. Hm? Auch interessant. Da habe ich auch schon mal gesagt, aber... So, noch ein KitKat mit einer asiatischen Herkunft. Nummer 16 ist Japan. Ja, hätte ich auch lesen können. Na gut, für mich sieht es aus wie Chinesisch. Ich tendiere jetzt zu Kirsch oder Erdbeere, vermutlich Erdbeere. Ja, weil die Japaner alle so klein sind, gibt es ja auch nur kleine Portionen. Hm. Hm. Sehr fruchtig. Mit so ein bisschen Krispeln auf der Zunge. Hm. Aber Geschmacksrichtung? Könnte Erdbeer sein. Es gibt ja auch Rose und sowas. Also es riecht ein bisschen blumig, aber wir tendieren dazu, es wird wohl Erdbeere sein. Aber es ist die Geschmacksrichtungen aus dem asiatischen Raum sind nicht mit dem vergleichbar, wie wir das in Europa kennen. Ich sag mal nur die Weintrauben zum Beispiel. Weintraubengeschmack schmeckt extrem künstlich. Schmeckt bei denen halt so und hat nichts mit dem Original zu tun. Gut. Oh, das kenne ich, das habe ich schon mal gesehen. Happy Hippo, das kommt bestimmt aus Deutschland. Biscuit. Okay, wenn es in Englisch draufsteht, dann natürlich nicht. Nummer 18. Aus Großbritannien. Ja, aber gut, das kennt man, glaube ich. Das gibt es bestimmt auch bei uns in Deutschland irgendwo. Also wie gesagt, auch das ist nicht so meins, was ich so mir kaufe. Aber die Flusspferde, die kennt man ja. Die hat einen Bart. Das sieht aber irgendwie cool aus. Das könnte jetzt darstellen, dass er halt im Wasser schwimmt oder halt gerade im Schnee feststeckt. Man weiß es nicht. Beißen wir ihm einfach mal die Schnauze ab. Crispy. Also ich glaube, die Geschmacksrichtung ist hier irgendwie immer noch die gleiche. Da ist hier irgendwie noch so... Ach ja, was ist es denn jetzt? Ja, diese Creme hier, die so ein bisschen nussig schmeckt. Auf jeden Fall ist es lecker und es sieht jetzt ohne Schnauze irgendwie besser aus als vorher. Nummer 11 kommt aus, nochmal aus Mexiko. Lucas Muecas. Okay, sieht aus wie eine billige Kopie von Donald Duck oder so. Ich kann mir jetzt nichts drunter vorstellen. Pulver. Ach so, ein Lutscher mit wahrscheinlich so sauer irgendwas.
Ja. Könnt noch. Also, man sieht schon anhand der Farbe, das ist kein Zucker, also kein typisches Süßes, wie wir das so kennen. Und das hat eine richtig würzige Note. Und wenn man sich jetzt hier dieses Ding schon anguckt, es könnte glatt einfach Pfeffer sein, wo noch ein bisschen Zuckerkörner mit bei sind. Ich versuch's jetzt einfach mal. Schmeckt wie scharf, auf jeden Fall. Und es schmeckt wie Gurke. Gurke und scharf. Das ist Gurke und scharf. So, noch einmal aufgefüllt hier. Schmeckt immer noch nach Gurke und ich keine Ahnung, was das für ein Gewürz ist. Ich glaube, es ist wirklich Gurke. Alter, was ist das? Hat einer von euch sowas schon mal gegessen? Kennt ihr das? Also ich bin mir ganz sicher, dass es einfach, man sieht es auch anhand der grünen Farbe und an der Verpackung und dass es hier Gurke-Pickel ist. Aber als ich sag mal jetzt Süßigkeit ist das sehr grenzwertig. Aber trotzdem interessant. Das Pulver ist der letzte Mist. Alter Schwede, ich meine, Gurkenwasser schmeckt ja schon nicht, aber das Ding als Lutscher zu verpacken. Okay, man lernt ja nie aus. So, dann haben wir noch die Nachwirkung von dem Lutscher. Picknick Nummer 15 von Alpengold. Russland. Oh, jetzt bin ich aber echt schon leicht gefüllt hier mit dem ganzen Süßkram. Ja, das ist hier so Doppelschichtkeks und Schokolade und ein paar Nüsse mit drauf. Karamell ist auch mit bei, würde ich sagen. Beziehungsweise mögen es auch die Erdnüsse sein und die, die getrockneten Weintrauben. Auch ein bisschen widerspenstig beim Kauen. Chocapic. Das ist Cornflakes wahrscheinlich in Nummer 21 in Schokoladenform oder gepresst. Nummer 21 ist auch aus Polen. Wieder weiße Schokolade unten drunter. Ja, die haben es aber mit weißer Schokolade hier. Ja, das sieht aus wie das Frühstück, was hier quasi in die Schokolade gefallen ist. Da fehlt jetzt aber die Milch zu. Dass die so ein bisschen weicher werden. Aber schmeckt. Ist aber zurückhaltend im Geschmack. Und die Schokolade ist jetzt auch nicht so kräftig. Also da hätte ich jetzt so eine etwas kräftige Note erwartet. Die ist aber halt einfach ein bisschen zurückhaltend. Im Prinzip, ja, ich sag mal, wenn man so Cornflakes in der Milch drin hat, schmecken die auch nicht unbedingt immer so kräftig. Ein Doppeldecker. Chatberry Doppeldecker. Nummer 20, ich nehme an, das ist USA, oder? Was haben wir da? Nee, auch Großbritannien, okay. Oh, das ist weich. Das sieht aus wie Mars oder so. Also auch so eine Art Schaumkuss-Zeugs, irgendwas mit so ein bisschen Crispy-Zeug. Leicht schokoladig. Also der Double Decker und ich glaube, wir werden keine Freunde. Nur mal was Kleines. Kinder Schokobons Crispy Nummer 17 aus Indien. Na gut, ich glaube, das ist weltweit so zu bekommen. Oh, die Krümel ist gleich hier raus. Sieht aus wie ein schmutziges Ei. Ja, fragt mir mal, was das jetzt sein soll. Das ist jetzt schon wieder zu viel für meine Zunge. Was Crunchiges außenrum, Schokolade in der Mitte. Wahrscheinlich noch Vanille da oder vielleicht ist auch Banane. Ich tendiere aber zu Vanille. Man schmeckt ja so krokant irgendwas. Keine Ahnung. So, Nesquik Nummer 14. Das sieht auch russisch aus. Ja, ich bin so gut.
Der hat auch schon mal bessere Tage gesehen. Der ist auch noch ein bisschen zermatscht. So, Nesquik. Ja, wahrscheinlich Schokolade, Milchschokolade. Weil Nesquik kenne ich als Getränkepulver. Ja, sehr schokoladig, sehr, sehr süß. Klebrig, liegt natürlich jetzt an der Temperatur hier. Boah, zieht ja die Blomben raus. Pick up a Pinguin. Und Pinguin. Achso, ein Pinguin müssen wir ab. Nummer 23. Jetzt bin ich gespannt. Kai sagte gerade, das ist mega lecker. Kommt auch aus der UK, aus Großbritannien. Sieht nach einem Keks mit Schokolade überzogen aus. Weiß es aber nicht. Riecht jetzt süß. Schokolade, Keks. Also die Füllung kann ich jetzt nicht sagen, aber ist wahrscheinlich dann einfach so ein bisschen Schoki aus und Schoki in. Also eine so leichte Schoko-Creme-Füllung haben wir da. So leicht. Ja, ist auf jeden Fall lecker, das stimmt schon. Aber jetzt nach dem Ganzen hier. Oberkante, Unterlippe, ne? Wisst ihr Bescheid. Ah, noch ein KitKat Duo mit Tea Milk. Ja. Das ist ja toll. Die Familie kriegt auch noch was ab. Gut, dann darf das dahin. Und dann kommen wir zum letzten. Kommen wir zum letzten. Malteser Trüffel. Nummer, was, 29? Nee, Nummer 19 wahrscheinlich. Auch aus Großbritannien. Sieht aus wie ein richtig guter 3D-Druck. Nur in Schokibraun. Hat keinen Eingeruch. Also Schokolade, Crunch. Dann noch eine nicht näher definierbare Cremefüllung. Und ich stelle wieder fest, Malteser wie Lind, die hauen so viele Geschmacksrichtungen rein, die ich eh nicht identifizieren kann, wo ich der meisten sage so, ach nö, schmeckt mir nicht. Und das gehört dazu. So, tatsächlich haben wir es geschafft und es ist wahnsinnig viel. Das sah in dem Paket irgendwie gar nicht so aus. So, der Rohschnitt ist jetzt schon 32 Minuten lang. Und weil ich weiß, dass ihr im Durchschnitt nur 7 bis 8 Minuten das Video anguckt und das hier auch nochmal locker eine Viertelstunde in Anspruch nimmt, weil ich meine Geschmacksknospen natürlich richtig entfalten möchte, machen wir das beim anderen Mal. Bitte entschuldigt mich, dass wir das jetzt heute nicht geschafft haben. Ich habe mich auch wahnsinnig darauf gefreut, vor allen Dingen auf die frittierten Motten. Jetzt wisst ihr nämlich, was es drin ist. Stay tuned für das nächste Video. Also wie gesagt, in 14 Tagen gibt es ein Angebissen, ob es ein MRE wird oder wieder irgendwas aus der bunten Welt oder eine Zuschauersendung. Das kann ich euch jetzt natürlich noch nicht sagen. Mode ist auf jeden Fall auch satt und glücklich. Und wie gesagt, Denise, nochmal herzlichen Dank für dein Paket. Hat mich sehr gefreut und hat mir sehr gemundet. Und jetzt muss ich mir erstmal einen Kaffee in den Rachen schieben, weil das mir einfach zu süß ist. Macht's gut, bis dahin, euer Ronny. Tschüss.